Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wer ist sie? Sie ist Dr. Carsten Broster. Das ist der Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Und wer das ADC-Festival kennt, der kennt auch diesen Mann. Der hat ein Wording geschaffen, das er nie mehr los wird. Das ist uns allen im Gedächtnis eingebrannt, und zwar die Reflexamöbe. Damals ging es darum, dass wir durch Targeting verfolgt werden und in der wahnsinnigen Hoffnung von den Absendern, dass man, wenn man 80 Mal dasselbe verfolgt, ausgespielt wird, dass man dann schon brav ist auf beiklicken wird. Nein, und er hat diesen Irrtum der Absender, gesagt, wir sind doch keine Reflexamöben, wir Menschen. Er hat sehr viele smarte, pointierte Reden gehalten, die uns allen im Gedächtnis geblieben sind. Beim Festival Warm-Up konnte er leider nicht dabei sein. Und in diesem Sinne freuen wir uns heute noch mehr auf das Intro vom Senator für Kultur und Medien der Hansestadt Hamburg. Und Dr. Carsten Broster hat heute das Thema, wie kommt das Neue in die Welt und warum wir Vision und Vorstellungskraft brauchen, um die Welt zu verändern. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Lorbeeren an dieser Stelle. Tatsächlich fragt man sich ja immer, wenn man als Politiker bei so einer Veranstaltung reden muss, passt das eigentlich, darf man das, ist das richtig? Ich ziehe mich dann immer auf Richard Florida zurück, der in seiner Creative Class Betrachtung ja durchaus gesagt hat, Politiker seien Teil der Creative Class. Wenn man uns so zuguckt in den Medien, glaubt man das nicht immer. Allerdings darf man nicht vergessen, Richard Florida hat auch behauptet, dass die Lehrer Teil der Creative Class seien. Das macht dann vielleicht den Umstand, dass die Politiker dabei sind, wieder etwas, eingeschränkt nutzbar. In diesem Sinne freue ich mich aber, dass das Festival in diesem Jahr wieder stattfinden kann und ganz ehrlich einen Ort gewählt hat in diesem Jahr, der, glaube ich, idealtypisch ist für das, was im Kern dieser Veranstaltung steht. Also wir sind in einem alten Weltkriegsbunker und wir sind in einem Raum, in dem klassische Musik, das Ensemble Resonanz, das hier residiert, und ein Club zusammengebracht worden ist. Das sind Sachen, die gehen eigentlich gar nicht. Also auf der einen Seite eine Zweite Weltkriegsarchitektur, dann ein klassisches Ensemble und dann eine Clubatmosphäre. Das sind drei Dinge. Da brauchte es jemanden, der die Idee hat, solche Dinge zusammenzubringen und zusammenzudenken, um einen Ort zu schaffen, der eigentlich bis dato nicht denkbar war. Aber dadurch, dass er denkbar war, wurde er auch möglich. Und das Gleiche passiert mit dem Gebäude als Ganzem, gerade im Moment nochmal. Wer hier reingekommen ist, hat oben wahrscheinlich diese grünlichen Aufbauten gesehen, dort wird ein Garten entstehen. Ein Garten, der öffentlich zugänglich ist für die Stadt, auf einem alten Weltkriegsbunker. Auch das ist eine dieser Ideen, die erst als Idee da sind, dann sagen alle, das ist doch völlig verrückt, das geht gar nicht, und dann fängt man an zu überlegen und dann überlegt man, das könnte tatsächlich doch klappen, und dann fängt man an, es zu machen, und dann werden daraus hoffentlich Räume, die tatsächlich unser Leben verändern werden und hoffentlich verbessern werden an dieser Stelle. Das Ganze setzt aber dann tatsächlich voraus, dass wir uns auch darauf einlassen, neue Ideen nach wie vor zu haben. Und ich muss gestehen, als ich das Motto des Festivals das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ach Gott, ernsthaft? Sagen, ersaufen wir nicht momentan in Komplexität? Brauchen wir wirklich noch mehr Ideen? Ist das wirklich eigentlich die Thematik, um die es geht? Oder müssten wir nicht eher das, was um uns herum an Unübersichtlichkeit, an Widersprüchlichkeit und an sozusagen Nicht-Zuordnenbarkeit ist, überhaupt erstmal sortieren und ordnen, um irgendwie wieder den Kopf über Wasser zu kriegen? Aber ehrlicherweise, genau damit wir das können, brauchen wir weitere Ideen. Insofern ist das gar kein Widerspruch, dass wir teilweise das Gefühl haben, wir ertrinken an den Optionen, die um uns herum sind, sondern wir brauchen, glaube ich, einfach noch mehr Ideen, noch mehr Überlegungen, noch mehr Anstrengungen, um uns tatsächlich in die Lage zu versetzen, mit der Fähigkeit, Ideen zu haben, als Menschheit und als Gesellschaft und als Individuen tatsächlich auch umzugehen. Das setzt aber voraus, dass wir das anders machen. Und ich stehe noch ein bisschen unter dem Eindruck, ich habe gestern Abend beim 20. Geburtstag der Kulturstiftung des Bundes in Berlin mir eine lange, sehr eindringliche Gardinenpredigt des Schweizer Schriftstellers Lukas Barefuss anhören dürfen, der über Transformationen geredet hat und zwei Arten der Vernunft unterschieden hat in seiner Rede. Und hat gesagt, wir sind häufig so unterwegs, dass wir in der instrumentellen Vernunft, wie er sie genannt hat, denken. Das heißt, wir haben so technische Aufgaben vor uns und für die finden wir eine automatische technische Lösung. Und das führt uns teilweise zu den besten Dingen, die wir gemacht haben. Das führt uns aber auch zu den furchtbarsten Dingen, die wir als Menschen organisiert haben. Wir haben ein Problem vor uns und wir lösen mit technischen Dingen das Problem. Er sagt, richtig
Gut werden wir erst dann, wenn wir neben diese instrumentelle Vernunft sowas wie eine kritische Vernunft setzen. Also tatsächlich die Fähigkeit, anders zu denken, die Fähigkeit, auch quer zu den vorformatierten Problemen, die da vor uns liegen, uns zu fragen, ist überhaupt die Frage, die uns gestellt worden ist, die richtige? Oder fängt nicht unter Umständen da das Problem schon an? Und müssen wir nicht unter Umständen tatsächlich ganz anders denken, ganz anders überlegen und nicht nur auf dem Pfad weiter trotten, auf dem wir uns befinden? Und erst wenn diese beiden Formen von Vernunft zusammenkommen, dann haben wir tatsächlich die Chance, unsere Welt zu verändern, zu transformieren. Und die Transformationen, die vor uns liegen, die wir alle kennen, sind gigantisch. Und wenn wir nicht wollen, dass sie zu großen, brutalen Abbrüchen führen, dann müssen wir uns an diese Wandlungsprozesse machen. Und es ist kein Zufall, dass Barefoos das gestern bei einer Veranstaltung einer Stiftung, die Kunst fördert, gemacht hat. Weil natürlich, ich bin jetzt neben meiner Zuständigkeit als Mediensenator hier eben auch für die Kultur und damit für die Kunst in der Stadt zuständig. Und ich glaube, dass uns der Blick, wenn wir über die Frage Kreativität, Ideen, die Realität kreieren, miteinander reden wollen, der Blick auf die Kunst einer ist, der uns weiterhelfen kann. Weil die Kunst noch mal radikaler ist in ihrem kreativen Ansatz. Weil die Kunst völlig befreit davon ist, einen Zweck zu haben. Im Gegenteil, in dem Moment, in dem ich einen Zweck an Sie formuliere, nach dem Muster, erschaffe das, um das zu tun, sozusagen die klassische Aufgabe, die Sie in Ihrer Branche in der Regel gestellt bekommen, die ich in meiner Branche in der Regel gestellt bekomme, hat die Kunst nicht. Sondern die Kunst hat die Materialität der Welt um sich und spielt damit und macht damit was. Und das Besondere an diesem Spielen mit dem Material, das die Welt uns zur Verfügung stellt, ist, dass wir in diesem Spielen begreifen, dass wir die Welt anders gestalten können, als sie ist. Max Frisch hat in den 50er Jahren, der Schweizer Schriftsteller, mal vor den Dramaturgentagung gesprochen und hat da einen, den dort anwesenden Intendantinnen und Intendanten und Dramaturginnen und Dramaturgen ein Gedankenexperiment präsentiert. Er hat gesagt, stellt euch vor, ihr sitzt als Intendanten, als Theaterleiter morgen vor eurem Theater. Das Theater ist abgeschlossen, der Schlüssel ist weg. Und außer euch weiß keiner mehr, der da vorbeigeht, was das eigentlich mal für ein Ort war. Und das ist sozusagen den Text, auf den hat mich Matthias Brandt aufmerksam gemacht, der Schauspieler. Der war natürlich während der Corona-Pandemie nachgerade prophetisch, wenn man den wieder in die Hand nahm. Da sitzt man vor einem geschlossenen Theater und die Gesellschaft beginnt zu vergessen oder hat vergessen, wofür ist dieser Ort eigentlich da? Und könnt ihr als Intendantinnen und Intendanten der Gesellschaft wieder erklären, warum es diese Orte braucht und was diese Orte so besonders macht? Auch diese Orte wie den, in dem wir uns hier befinden. Und das Besondere dieser Orte ist, dass wir dort spielen. Dass wir nicht das machen, was sozusagen in der Realität von uns verlangt wird, sondern im Theater, in der Kunst, überall in kulturellen Orten spielen wir alternative Möglichkeiten. Und der Umstand, dass wir spielen und im Spiel etwas erschaffen, was nicht da ist, macht uns ersichtlich, dass die Welt veränderbar ist, weil das, was wir denken können, könnte ja Realität werden, im Guten wie im Schlechten. Und das ist insofern durchaus eine Motivation, dafür mal auszuprobieren, wie es denn noch sein könnte. Und wenn ich so in unsere Gesellschaft momentan gucke, dann ist diese Frage, wie könnte es denn noch sein, angesichts einer Klimakatastrophe, angesichts von 2 Jahren Pandemie, angesichts eines Angriffskriegs in Europa, den wir gerade fassungslos seit dem 24. Februar erleben müssen, weil ein Land, das stärker ist, das größer ist, das vermeintlich mehr militärische Macht besitzt, sondern offensichtlich halbwegs durchgeknallten Autokraten an der Spitze, der Meinung ist, man kann den Nachbarn angreifen und sozusagen dort alles durchsetzen, was man will, nur weil man der Stärkere ist. All das sind viele Dinge, von denen ich mir wünsche, dass wir anfangen zu spielen und zu überlegen, wie können wir die Welt denn verändern und wie könnte sie noch aussehen. Dafür brauchen wir aber genau diese Fähigkeit, das zu tun. Alexander Kluge hat mal gesagt, Kunst könnte einen Moment neben der Wirklichkeit schaffen. Also dieses Raustreten aus der Situation in diesen anderen Moment hinein, um dann die Wirklichkeit, in der man sich bewegt, besser betrachten zu können. Oder ehrlicherweise am schönsten für mich zusammengefasst hat das immer noch der große Dichter Leonard Cohen, der in seinem Song Anthem eine Zeile geschrieben hat, die ich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren Pandemie 100-fach zitiert habe, aber sie passt einfach auf diese Situation so gut. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Also selbst wenn es irgendwie ganz düster und ganz dunkel ist, irgendwo ist dieser Riss, durch den kommt das Licht. Und ehrlicherweise dieser Riss, so wie ich die Welt sehe, ist die Kreativität. Ist die Fähigkeit, das andere, was nicht da ist, zu denken. Und damit sich überhaupt erst in die Lage zu versetzen, es gegebenenfalls auch umsetzen zu können. Und nun sage ich das hier in der Stadt und als ein Senator dieser Stadt, aus der
ein ehemaliger Bundeskanzler kommt, der mal sozusagen den pumpigen Satz gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Zum Augenarzt, glaube ich sogar, hat er gesagt. Er hat aber später auch gesagt, durchaus, dass seine pumpige Antwort auf eine dusselige Frage gewesen. Insofern hat er versucht, diesen Satz auch wieder zurückzuholen, der ihm die ganze Zeit dranhing. Weil natürlich stimmt das nicht. Wenn wir nicht den utopischen Überschuss produzieren, die Fähigkeit des Andersdenkens, des sozusagen Explorierens, wie es noch sein könnte, dann werden wir nichts verändern. Und wir müssen aber so ziemlich alles verändern. Und insofern sind wir gerade auch in der Politik, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen angewiesen darauf, dass das Menschen machen. Und dass das einmal Menschen machen in der Wissenschaft. Denken wir dran, also Leonardo da Vinci hat vor 500 Jahren Zeichnungen gemacht, wie man fliegen könnte. Das hat nicht geklappt, das musste er irgendwann auch einsehen, dass sozusagen er die technischen Geräte noch nicht hatte, um seine Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Aber die Idee war da. Und 400 Jahre später hatte man die technischen Möglichkeiten, das zu tun. Als Marie Curie an der Radioaktivität geforscht hat, ist sie selber noch daran gestorben, weil sie sich sozusagen selber so viel Strahlung ausgesetzt hat, weil sie noch nicht wusste, was sie da entdeckt hat. Aber heute wissen wir, was das ist. Auch im Bösen und auch in dem, wie wir damit umgehen müssen. Aber wir bringen durch Ideen, durch Forschung, durch Neugier, durch Kreation alternative Möglichkeiten in die Welt und dann lernen wir, damit umzugehen. Und das ist allemal wichtig, dass wir das tun. Und wir sollten uns nicht davon sozusagen beschränken lassen, nur zu glauben, dass sozusagen das, was um uns herum an Welt ist, die Art von Idee, die wir hervorbringen, generiert. Dafür ist der, sozusagen dieser Kopf, den wir haben, viel zu wundersam. Und dafür ist vor allen Dingen viel zu wundersam, was wir miteinander anstellen können, wenn wir nicht alleine sind. Das Spannende ist ja, dass Kreationsprozesse, zumindest glaube ich nicht daran, und auch die Kunst verabschiedet sich davon, obwohl sie jahrhundertelang daran geglaubt hat, dass es so grübelnde, genialische Genies gibt, die irgendwo in ihren Ateliers oder auf ihren Bühnen sitzen und dann fällt denen ein, was sie machen und es bricht aus ihnen heraus und dann ist die großen Werke da. Wir wissen, dass das selbst historisch nicht stimmte, sondern die meisten Großmeister hatten Werkstätten, in denen gearbeitet wurden. Und da waren teilweise ein paar Dutzend Malerinnen und Maler, die gemeinsam das entwickelt haben, was wir heute unter dem Namen desjenigen, der diese Werkstatt geleitet hat, sehen. Und genauso ist das auch. Wir sind dann besonders gut, wenn wir unsere wundersamen Köpfe und ihre wundersamen Ideen zusammenbringen und miteinander ergründen, was wir denn gemeinsam damit machen können. Das setzt aber voraus, und das, finde ich, ist das, was wir gemeinsam miteinander hinbekommen und wozu ich Sie ermuntern möchte, uns Ideen zu liefern, die vielleicht eine Realität verbessern sollen. Das setzt voraus, dass wir auch in der Lage sind, gemeinsam damit umzugehen, dass wir unterschiedliche Ideen haben. Und dass diese Ideen sich am Anfang auch widersprechen mögen und dass die unter Umständen sogar in Konflikt zueinander geraten, dass wir uns streiten müssen darüber, dass wir unterschiedliche Ideen haben, dass wir eine Situation sehen und die unterschiedlich wahrnehmen, dass wir unterschiedliche Ideen haben, wie wir mit dieser Situation umgehen und wie wir sie verändern wollen und dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das die Voraussetzung dafür ist, dann einen Kreationsprozess zu beginnen, im Kleinen, aber auch im Großen der Gesellschaft. Und im Großen der Gesellschaft scheitern wir da momentan teilweise dramatisch dran, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben digitale Möglichkeiten, in einer Art und Weise miteinander zu kommunizieren und Ideen auszutauschen, die sind gigantisch, die sind so groß, wie sie noch nie waren. Das, was wir früher mit 20 Mann am Lagerfeuer machen konnten, als wir irgendwie uns darüber gefreut haben, dass wir das Mammut erlegt haben, können wir heute mit 7 Milliarden, 8 Milliarden Menschen theoretisch machen, gemeinsam auf der Welt. Wir haben die Sachen zur Verfügung, sie sind miteinander vernetzbar, verknüpfbar, und auch verarbeitbar, aber ganz offensichtlich haben wir noch nicht die kreativen, die sozusagen intellektuellen, die kulturellen Tools entwickelt, wie wir mit dieser technischen Möglichkeit, die da ist, umgehen können. Und das war damals der Aspekt mit der Reflexamöbe, auf den Dörter Sprengler-Ahrens hingewiesen hat, dass natürlich wir glauben, manchmal in so Kommunikationsstrategien, wir haben jetzt so viele Daten über die Menschen, wir können die ausrechnen. Und dann wissen wir quasi in dieser instrumentellen Vernunft, von der Lukas Barefuss gesprochen hat, was das Problem ist und was ich kommunikativ tun muss, um dieses Problem zu lösen. Wenn man das tut, schafft sich diese Branche, die Sie repräsentieren, ab. Dann brauche ich das nicht mehr. Dann brauche ich Leute, die Algorithmen programmieren. Punkt. Ich glaube aber, da ist mehr als der Algorithmus. Der Algorithmus kann wahnsinnig viel. Der kann mir unübersichtlich viele Informationen in einer Art und Weise vorsortieren, wie das Menschen wahrscheinlich niemals können, zumindest nicht zu einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aber dass der Algorithmus tatsächlich die kreative Störung produziert, die Irritation, das, was mich stolpern lässt, das, was vielleicht auch mich völlig anders auf eine Situation gucken lässt, das ist gar nicht gesagt, weil der operiert ja mit dem, was da drin ist.
so wie ich ihn fütter, funktioniert er. Und es gibt ja durchaus die Beispiele in China, wo man es dann schafft, Algorithmen so zu füttern. Das Experiment ist ja gemacht worden, dass der Algorithmus im Prinzip in einem Chatbot-Verfahren die eigene Regierung kritisiert und dann von den staatlichen Stellen abgeschaltet werden muss, weil er offensichtlich das macht, was die Regierung ja verhindern wollte. Es lag aber daran, dass er vorher wie so eine Reflexamöbe eben so weit gefüttert wurde, dass er das liefert im Chatbot. Menschen funktionieren so nicht. Und das ist gut. Und diese sozusagen Kreativität als Störpotenzial der Veränderung, der Irritation, der Inspiration und auch der Provokation zu nutzen, um zu überlegen, wie kann es denn noch sein? Wie sehen denn diese Räume neben unserer Wirklichkeit aus? Und wie könnte Welt noch gespielt werden können? Das halte ich für eine ganz entscheidende Aufgabe. Und dass Sie alle sich dieser Aufgabe verschrieben haben und das für uns als Gesellschaft machen, ist ein großartiges Geschenk für uns alle. Für Sie, weil das hoffentlich eine Möglichkeit ist, vernünftig damit zu arbeiten und zu wirtschaften. Und für uns alle, weil wir uns die Gelegenheit geben, damit als Gesellschaft klüger und besser mit den Herausforderungen umzugehen, in denen wir stecken. Insofern freuen wir uns als Freie und Hansestadt Hamburg tatsächlich jedes Jahr sehr, dass der Art Directors Club die Besten, die Kreativsten, die Spitzenkräfte sozusagen des Geistes und der alternativen Spekulation nach Hamburg bringt, um zu überlegen, wie kriegen wir das auch in Zukunft miteinander hin und wie können wir gemeinsam diesen Raum neben der Wirklichkeit im Kopf schaffen, um danach unsere Wirklichkeit dahin zu entwickeln, dass sie so ist, wie wir sie uns vorstellen, wie sie sein sollte, damit Ideen dann am Ende tatsächlich Realitäten kreieren können. Denn das haben wir ganz dringend notwendig. Insofern hoffe ich, dass Sie heute das eine oder andere Sandkorn finden auf dem Weg dahin und im nächsten Jahr wiederkommen und wir gemeinsam suchen, bis wir irgendwann einen Strand an guten Erkenntnissen und Ideen vor uns liegen haben. Haben Sie viel Spaß heute. Schönen Dank.